möchte ich mit euch gerne die Funktion für die Skizze besprechen. Das findet sich hier in der Leiste, das Symbol. Ihr könnt mit eurem Plotter nämlich nicht nur schneiden, sondern auch malen, zeichnen und ein bisschen skizzieren lassen. In der Designer-Edition gibt es hier noch das zweite Symbol dazu. Das ist die erweiterte Skizze. Das sehen wir uns gleich an. Hier in der Standard-Variante, das ist auch in der Basisversion zugänglich. Und wenn ich jetzt hier mir als Beispiel ein Rechteck aufziehe, es kann natürlich jedes beliebige Objekt sein, das ihr auf eurer Matte habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit hier entweder den Rand zu verändern oder auch die Füllung zu definieren. Hier könnt ihr einfach mal auswählen, wie der Rand aussehen soll. Ihr seht, man kann gut erkennen, wie auch hier die Beispiele schon kurz angedeutet sind, was sich genau verändern wird. Wenn ich jetzt auf unsichtbar gehe oder halt auf diese strichlierte Linie, dann sieht man jetzt zwar noch den Rand. Wenn ich jetzt aber die Füllung einstelle, verschwindet die Randinformation. Seht ihr, da ist kein Rand mehr vorhanden. Gebe ich jetzt aber diesen Kreis hier dazu, das ist eine Linie, kann ich mir das wieder herholen. Das heißt, ich kann sowohl die Füllung als auch den äußeren Rand gleichzeitig verändern. Ich kann hier meinen Rand einstellen und sobald ich auch eine Füllinformation vergeben habe, kann ich entweder sagen, ich möchte diesen Rand, diese eine Linie haben, wie sie im Ausgangsobjekt ist, oder ich kann sie, sobald eine Füllung da ist, auch hier angedeutet durch die strichlierte Linie, nicht anzeigen lassen, so dass ich wirklich nur die Füllinformation sehe. So habe ich aber den Rand hier nicht angezeigt und klicke hier, dass die Füllung verschwinden soll, also auch wieder auf die strichlierten Linien, wird mir aber der Rand wieder automatisch angezeigt werden, da ich ja sonst hier eine leere Fläche vor mir hätte, ein leeres Objekt, wo weder eine Füllung noch eine Linie vorhanden ist, ich würde es nicht mehr sehen. Da dürft ihr euch nur nicht verwirren lassen, aber sobald hier, wie gesagt, das Objekt ist und ihr eine Füllung auswählt und es ist kein Rand zu sehen, dann könnt ihr den Rand aber sehr wohl wieder herholen, indem dass ihr einfach auf eine dieser Auswahlmöglichkeiten klickt. Wenn ihr eine Skizze freigebt, so, da gehe ich vielleicht einen Schritt zurück, bevor ich die Skizze freigebe. Genau, die ist jetzt freigegeben. Ich gehe noch ein paar Schritte zurück. So, mache ich eine Kopie, um euch den Unterschied zu zeigen. Hier, ich kann natürlich mit diesem Objekt, was noch im Skizzenmodus ist, genauso verfahren wie mit allen anderen Objekten auch. Ich kann sie in der Größe verändern, bewegen, positionieren, was auch immer. Aber wenn ich bei Doppelklick in die Punktebearbeitung gehe, seht ihr hier, habe ich die Punktebearbeitung, die ich ursprünglich auch für mein Rechteck hatte. Das heißt, ich habe hier nicht sehr viele Möglichkeiten, mein Rechteck zu verändern. Wenn ich hier mein Element zuerst, ich gehe hier aus der Punktebearbeitung heraus, hier sage Skizze freigeben und ich klicke jetzt drauf für die Punktebearbeitung, dann seht ihr viele, viele, viele mehr Punkte und ihr könnt jetzt diese einzelnen Füllinformationen und auch die Außenlinien einzeln bearbeiten. Ihr bekommt Zugang, um das noch manuell zu ändern. Das ist der Sinn vom Skizze freigeben, dass man hier dann noch mehrere Dinge einstellen kann, die man, wenn man die Skizze nicht freigibt, eben nicht bearbeiten kann. Da bleiben die Punkte zur Bearbeitung vorhanden, die auch beim Ausgangsobjekt drinnen sind. Wenn ich jetzt nochmal hier draufklicke, gibt es wie gesagt auch noch die erweiterte Funktion. Dazu ziehe ich mir jetzt noch einmal ein Rechteck auf. Dann seht ihr hier einen Winkeleffekt. Ihr könnt hier mal wieder den Rand auswählen von eurem Objekt. Und je nachdem, welche Variante ihr gewählt habt, verändern sich auch hier die Einstellungsmöglichkeiten. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen und sich durchzuklicken. Es kann ja nichts passieren. Hier bei der Weite ist einfach, wie breit diese einzelnen Abstände sind, der und der Striche, das kann man einstellen. Die Dichte, wie viele dieser Striche vorhanden sind.
eine Verzögerung, das kann ich jetzt gar nicht genau erklären, aber man sieht ja recht gut, was das jetzt bewirkt. Und das ist halt für jede Variante, die hier oben zu sehen ist, anders. Hier gibt es andere Möglichkeiten. Hier ist es Hublänge. Und ihr seht, was da einfach sich verändert. Die Weite, die Dichte. Manche Wörter sind eher nachvollziehbar als andere. Spreizen. Okay. Ja, also da müsst ihr euch einfach mal durchklicken durch die Optionen, wenn euch das interessiert, mit den Stiften. Hier gibt's noch einen Füllungstyp, also ich kann das auch noch mit der Füllung machen und auch hier habe ich unterschiedliche Varianten und ich kann je nachdem, was ich ausgewählt habe, hier dann Einstellungen vornehmen. Hier gibt's noch einen Füllungseffekt rau, also hier heißt das Zickzack, dann ist es rau. Dann kann ich hier die Füllung einstellen und verändern. Aber sobald ich dann wieder hier etwas ändere, kann ich das halt oben. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Man muss das einfach ausprobieren. Ich möchte euch da gar nicht zu viel vorkauen. Aber es gibt natürlich witzige Effekte. Und wenn ihr vielleicht mit Print and Cut arbeiten wollt und ihr möchtet sowas skizzieren oder mal zeichnen lassen, dann gibt es hier eben die Möglichkeit, das auf witzige Art und Weise zu tun.